In Italien sind in diesem Jahr deutlich weniger Asylsuchende angekommen. Um 80% ist die Zahl zurückgegangen. Trotzdem wird die Stimmung gegen Migranten immer aggressiver. Fast täglich gibt es Berichte über Angriffe auf Migranten. Der italienische Innenminister Matteo Salvini, der beteiligt sich daran, verbal. Und steht damit in Verdacht, die aufgeladene Stimmung noch zu befeuern. Elisabeth Pongratz berichtet. Hier fühlt er sich sicher, in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft. So oft er kann, liest Kofi Wilson in der Bibel. Wenn du in der Bibel liest, hast du das Gefühl, Gott ist bei dir und niemand kann dir etwas tun. 2016 ist er von Ghana nach Italien gekommen. In Europa, so dachte er, so denkt seine Familie, ist man sicher. In seiner Heimat bestimmen Raubüberfälle den Alltag, aber hier? Meine Mutter hat mir nicht geglaubt. Das kann doch nicht sein, dass man durch die Straßen geht und dann einfach angeschossen wird, ohne dass man etwas getan hat. Das ist nicht normal. Und doch ist es passiert, mitten in Macerata in den Marken. Am 3. Februar feuerte ein junger Italiener aus einem fahrenden Auto 30 Schüsse auf Menschen mit schwarzer Hautfarbe. 6 verletzte er, Kofi war einer von ihnen. Er habe sich, so der Täter später, für den Mord an einer Italienerin rächen wollen. Ihre Leiche war in der Nähe in einem Straßengraben gefunden worden. Die Polizei nimmt einen Drogendealer aus Nigeria fest. Zu der Zeit tobt gerade der Wahlkampf in Italien. Spitzenkandidat Matteo Salvini von der Lega setzt unmittelbar nach der Festnahme des Nigerianers einen Post ab. Was hat dieser Wurm noch in Italien zu suchen? Er ist nicht vor einem Krieg geflüchtet, er hat den Krieg nach Italien gebracht. Abschiebungen, Abschiebungen, Kontrollen und nochmal Abschiebungen. 2 Tage später fallen in Macerata die Schüsse auf Migranten, abgefeuert von einem Italiener. Ein paar Meter entfernt hat der Bürgermeister sein Büro. Der Angriff, so glaubt er, und vor allem der Umgang der Lega-Partei mit den Migranten habe das Verhalten der Menschen verändert. Nach Macerata hat das viele Italiener dazu gebracht, natürlich vor allem diejenigen, die von vornherein nicht sehr tolerant sind, Flüchtlinge und Schwarze in einer Art zu behandeln, die nicht akzeptabel ist. Sie werden beleidigt, verprügelt, teilweise geht man mit purer Gewalt gegen sie vor. Wir fahren nach Neapel. Auch hier kam es zu einer Attacke. Buyagui Konate lebt seit 5 Jahren in Italien. Von Beruf ist er Koch. Ende Juni schießen 2 Männer mit einem Luftgewehr auf ihn, verletzen ihn am Bauch. Die Woche darauf habe ich versucht, auf die Straße zu gehen. Aber ich musste wieder umdrehen. Ich konnte nicht mehr weitergehen. Ich war ganz unruhig. Auch wenn ich nur gemerkt habe, dass eine Person hinter mir ist, habe ich Angst bekommen. Sein Fall ist nicht der einzige. Immer wieder werden Migranten attackiert, vor allem Menschen mit schwarzer Haut. Seit Anfang Juni, dem Antritt der Regierung aus der Partei 5 Sterne und der Lega, häufen sich rassistisch motivierte Übergriffe. Es sind längst nicht nur Beleidigungen. Die Opfer werden geschlagen und getreten. In allen Teilen des Landes kommt es zu körperlicher Gewalt. 48 sind es. Bei 12 weiteren Attacken verwenden die Täter Schusswaffen. In Kalabrien und in Latium werden 2 Migranten sogar ermordet. Zur gleichen Zeit fährt Salvini, inzwischen Innenminister, eine immer härtere Linie gegen Flüchtlinge. Für viele Probleme im Land macht er sie verantwortlich. Italiener zuerst, so sein Motto. Sie müssen in ihrem Zuhause bleiben, das ist unsere Priorität. Diejenigen, die gut sind, brauchen keine Angst haben. Aber alle, die illegal im Land sind, für die ist das Nichtstun nun zu Ende. Bereitet euch darauf vor, die Koffer zu packen. Meine Aufgabe ist es, dieses wunderschöne Land zu schützen. Italien darf kein Flüchtlingslager werden. Nicht nur die politische Opposition, auch Wissenschaftler kritisieren diesen scharfen Ton gegen Ausländer. Man darf die Ängste nicht verteufeln, man muss sie analysieren. Aber diese Regierung verstärkt sie noch. Die Vorteile der Integration werden unterschlagen. Es wird nicht gesagt, welche Möglichkeiten sie bietet. Und das ist der tiefere Grund dafür, dass die Leute so reagieren. Buyagui in Neapel hat sich nicht unterkriegen lassen.
Wochen nach dem Angriff engagierte er sich für ein Integrationsprojekt, das Kinder aus allen Teilen der Welt über das Essen zueinander bringen will. Kinder werden auf eine gewisse Art vom Verhalten ihrer Eltern beeinflusst. Wenn die Eltern gut sind, sind auch ihre Kinder gut. Kinder sind die Zukunft der Welt. Aus Angst vor dem nächtlichen Heimweg arbeitet er nicht mehr in einem Restaurant. Aber trotzdem hält der 22-Jährige an seinem Ziel fest. Eines Tages will er wieder ein Restaurant aufmachen, so wie früher, vor der Attacke.